Das analysiert, haben uns angeguckt, was Ihre Stärken sind, was in unseren Augen vielleicht unsere Möglichkeiten sind, wo wir Vorteile für uns herausspielen können. Und dann gehen wir schon davon aus, dass das ein Spiel wird, wo man auch erstmal über Kampf und ja, alles geben, Vollgas, Fußball dann auch so reinzukommen, dass man weiß, es ist Abstiegskampf. Das ist zwar dann immer am 10. Spieltag vielleicht noch nicht gerne im Mund genommen, aber das sind bei zwei Mannschaften, die nicht gut gestartet sind punktemäßig. Und die das Spiel gewinnen wollen. Und so wird es, denke ich, dann auch aussehen. Man hofft dann immer eigentlich nicht viel. Weil egal wo man steht, möchte man als Trainer, dass die Mannschaft alles auf den Platz lässt, was sie hat. Das habe ich die letzten Wochen immer wieder gesagt und das gehört dazu. Ich glaube, Abstiegskampf ist dann das, wo du dann einfach weißt, da spielen zwei Mannschaften, die jetzt einfach hinten drin stehen. Und wo du sagst, dass die einen haben 5, die anderen haben 4 Punkte. Und das ist einfach so, dass dann die Sensibilität da sein muss. Das ist vielleicht, wenn du Achter bist, vielleicht dann ab und zu mal nicht der Fall. Das ist einfach nur für uns zu wissen. Es ist einfach ein Spiel, wo der Gegner auch mit allem, was er hat, sich reinschmeißen wird, um Punkte zu holen, um gut auszusehen.